Hey, habt ihr schon etwas von dem Euroschlüssel gehört? Nein? Dann erklären wir euch, was es mit dem Schlüssel auf sich hat und wie man diesen beantragt. Bleibt dran! Ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr unterwegs seid und dann kommt ihr an einer Raststätte an. Oder in der Stadt, da gibt es meistens einen Behinderten-WC, das immer abgeschlossen ist. Mit diesem Schlüssel, den Euroschlüssel, könnt ihr euch ganz einfach Zugang zu der Toilette verschaffen. Dieser Schlüssel funktioniert aber nicht nur an den Raststätten und in Innenstädten, sondern auch an öffentlichen Freizeitorten. Diesen Euroschlüssel können Menschen mit einem Behindertenausweis in dem AG, B, H, BL und G mit mindestens 70 oder mehr Prozent draufsteht. Oder auch Menschen, die eine ärztliche Bescheinigung für chronische Darm- und Harnerkrankungen haben, beantragen. Die Beantragung des Euroschlüssels kann man online im Internet oder bei Fax oder Post nach Darmstadt zum Darmstädter Verein Club Behinderten und Freunde, Darmstadt und Umgebung e.V. oder auch an einige Selbsthilfeverbände und auch zum Teil auch an Kommunen und Städte deutschlandweit verschicken. Dafür braucht man einen aktuellen ärztlichen Befund und eine Kopie von einem Behindertenausweis von beiden Seiten mit Bild, Prozentzahl und Buchstaben. Wenn alles über die Bühne ist, dauert es ein paar Wochen, bis dann der Schlüssel da ist. Ey, war das nicht ein interessantes Thema gewesen? Wenn ja, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.